Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in den Liapark, in meinem Franchise-Zoo. Wir sind gerade bei den Bisons und begucke mal die Babys. Das hier müsste doch eigentlich der Willi sein, genau. 3,6 Jahre. Wer bist du? Haben wir hier was Neues? Nö, ne? Guck mal, da ist auch ganz schön viel los hier. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Guck mal, die stehen dann wirklich hier und schmeißen mal was rein, ne? Toll. Na? Oh, jetzt habe ich die natürlich vor der Nase. Es gibt nämlich wirklich viele Mülleimer, die ich noch setzen müsste. Und ja, da machen wir jetzt mal ein paar hin. Hier bei unserem schönen Blumenweg zum Beispiel. Na gut, da. Ach, das wäre natürlich schön, wenn der hier wäre, ne? Ah, ich mache das ja eigentlich nicht. Aber hier bei dem Blumenweg mache ich es doch. Naja. So. Hier ist noch nicht alles fertig. Aber ich glaube, hier kann auch noch einer hin. Und ja, schaut mal, da ist ganz schön viel. Ja, okay, zwei Krümelchen. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob das ganz schön viel ist. Hier könnten wir den hinmachen. Oder hier. Weil da schaut man ja vielleicht runter. Und oh, das ist auch Müll. Wir haben hier noch keine Putzleute hier, glaube ich. Wo machen wir die hin? Da? Da ist glaube ich, gut. Mhm. Jo, wie machen wir das hier? Dahin? Ach, ich glaube, bei den Picknicktüche eher, oder? Ist nicht bei den Statuen. Aber vielleicht... ja, okay, da. Weiß nicht. Oh, ihr latscht da einfach durch. Ja, da mache ich einen hin. Weil es hieß ja, das könnt ihr nicht durchlatschen, oder? Was ist denn mit euch los? Ihr seid doch vorher nicht immer quer durch. Da war doch hier die Barriere und fertig. Oh, da kommt die Giraffe. Wer bist du? David. David kommt. Hi. Na? Zeigst du dir deinen Schlabberlapp hier? Ja, ja. Ja, ist schon schön hier. Hm? Kann man gerade ein bisschen einsaugen und genießen. Ja, wie schön und majestätisch er da steht, ne? Gut. Na, auch ein schönes Bild. Und wenn da hinten noch ausgebaut ist, dann sieht das vielleicht noch cooler aus hier, ne? Okay. Machen wir mal weiter. Also ein paar Mülleimer haben wir jetzt. Ja, dann würde ich sagen, holen wir noch schnell einen Putzi, einen Zoopfleger, einer der wichtigsten Menschen hier. Oder Figuren, sagen wir mal lieber Figuren. Erbrochenes wegmachen, Toiletten reinigen, die Bänke. Also ich glaube, die Bänke habe ich nur bis jetzt gesehen, dass die kaputt waren. Aber dass die dreckig waren, habe ich nicht gesehen. Fressbuden-Aussichtspunkt. Ja, dann kannst du zumindest mal hier den Weg ablaufen, von da bis da. Hier unten weiß ich noch nicht. Gut, das hier ist ja jetzt angelegt, das schöne Pfauengehege. Und ich würde sagen,
wir kaufen jetzt mal welche. Boah, wir haben schon 420.000 Kröten oder Moneten. Naja, okay. Nochmal jede Tierart. Und jetzt blauer V. Ach, hätte man direkt reinklicken können vielleicht. Ja, schöne, schöne Tiere. Von Alpha 2. Also der sieht doch gut aus. Den holen wir uns auch gleich mal. Und ein paar weiße hätte ich gerne, weil die weißen, die mag ich echt. Mag ich, ja, die mag ich. Die magischen weißen Pfaue, die mag ich. Waterloo Zoo. Ja, das ist gut. Was haben wir noch? Ein Weibchen. Das ist von Zoo. Ich gucke jetzt halt mal nicht, dass die da irgendwie wieder vom selben Zoo sind. Obwohl ich glaube, bei den Weißen, die sind ja sowieso in Zucht. Aber um Goldene zu kriegen, ja, das ist wieder so einer. Ne? Der hat wohl ein paar bekommen jetzt. Und du? Naja, du bist nicht so fit, ne? Ja. Machen wir mal aktualisieren. Schauen wir mal rein. Langlebigkeit, naja. Nehmen wir dich trotzdem mal. Und du bist Royal Zoo. Ah, du bist ein Männchen. Okay, holen wir mal ein weißes Männchen. Oh, da kann man richtig schön einkaufen hier. Und du bist auch von Waterloo. Das sind bestimmt alles Geschwister, ne? Wenn ich schon mal dran denke, ne? Dich wollen wir nicht. Was haben wir noch? Auch von Waterloo. Der hat wohl seinen ganzen... Oder die... Seinen ganzen Bestand rausgehauen. Okay. 0% Immunität. Das könnte ja mal spannend werden. Aber das ist doch der... Ist es nicht der von eben? Nö. 770? Hm. Ja, komm, ich mach's mal. Ne? Können wir mal hier was... Obwohl 700 war schon jetzt krass für ein V, ne? Ich bin noch ein bisschen... Du kommst natürlich ohne rein. Ja gut, meine Tiere... Ja, es war ja bis jetzt keiner krank, so außer halt so angegriffen, ne? Das ist natürlich was anderes. Aber schaut mal, wir haben ja die auch noch hier drin. Alvin. Alvin verkaufen wir. Oh Mann, Runden. Also keine ungerade Zahl. Ali. Dich wollte man doch behalten, oder? Ne, Carina wollte man behalten. Ja, Ali können wir verkaufen hier. Machen wir 750. Oder 40, ja. So, und hier haben wir Nathalie. Was machen wir mit dir? Oh, du kommst auch einfach hier für 430. So, da könnt ihr jetzt hier zugreifen. Ah, hier haben wir noch Teddy und Sally. Ja, das ist bestimmt jetzt wegen dem neuen Gehege. Da ist ja noch nichts zugeteilt und gar nichts. Du bist ja ein Winzling und du bist auch Winzling, ne? Immunität, doch ja, das ist eigentlich egal. Aber ich glaube, dich können wir auch rausbringen. Na gut, nur weil er klein ist. 235. Ach so, sie. Upsi. Ja, so, und du kommst hier auch rein. Schaut mal, eine ist schon da. Geh weg. Einäre, das ist das Männchen. Guck mal, wie schön die sind. Die sind wunderschön. Ja. Ich finde die total hübsch. Als Albinos. Und die kam schon schwanger an. Das ist ja was. Die? Hä, das sah jetzt aus wie ein Männchen. Upsi. War Hanna. Hallo Hanna, willkommen im Zoo, in dem extrem riesen Gehege. Aber ich denke, wenn alles gebaut ist und mit, dann ist das nicht mehr so immens, ne? Gut, ja. Machen wir mal schnell noch Zeug für euch rein. Blauer V. So. Mhm, ein paar Sachen haben wir schon.
Guck mal, da hier noch Platz ist. Machen wir das dahin. Und oh, ist das eine coole Farbe? Das ist echt eine coole Farbe. Tja, mach mal hier hin. Mittel, groß. Machen wir hier noch gerade so Blätterhäufchen hin. Wir haben jetzt noch keine Hütte. Aber Schlafplätze, falls es nicht regnet. Ein Schnüffelding. Tja, keine Ahnung. Wo soll man das hinmachen? Hm? Mach mal dahin. Habt ihr was zum Spielen quasi? Oh ja, Heizung. Da müssen wir dann auch ganz schön was hinlegen. Wir holen die große Schüssel, weil wir wollen ja ganz, ganz viele Pfauen haben. Auch in grün vielleicht. Es sieht kräftig aus, ne? Aber ich nehme es mal. Also hier kommt ja kein Gebäude hin. Schwebt das? Ne, sah nur so aus. Okay. Ach, schöne Farbe. Schöne, schöne, schöne Farbe. Oh ja, oh ja, oh ja. Guck mal hier. Wasser ist ja ganz wichtig. Aha. Aber die Farbe ist nicht schön, ne? Die ist schöner. Oder wir machen das. Ah, ist auch nicht so toll. Ja, okay. Lass mal so. Ja, dorthin. Also hier können ja keine rein. Es sei denn, die finden hier. Nö, da kommen sie auch nicht durch. Kannst du hier irgendwo fliehen? Das ist natürlich auch die Frage. Ich denke nämlich so an hier hinten irgendwie draufspringen, rausspringen. Wäre doof, wenn das ginge. Ich glaube, die könnten vielleicht schon rausspringen. Wird dann auch ausgekleidet, dass sie hier hinten an diesem Hang entlang gar nicht gehen können. Nur bis hier oben vielleicht. Ja, da kommen dann Steine und so Zeugs hin. Machen wir aber nicht jetzt. Das da klappt doch ganz gut. Jetzt erstmal. Hallo. Bist du jetzt auch ein Mädchen? Nein, das so sehen die Kerle aus. Guck. Und der Name ist ja wieder unaussprechlich. Aish. Nee. Aish. Okay, ich hab's versucht. Hi. Na du. Willkommen im Zoo. Upsi. Ja, ihr macht ganz viele Geräusche, ne? So, das Gehege wird mal umbenannt in Pfau. Pfaue? Ja. Wir brauchen eine. Ach, guck mal, wir haben ja hier schon eine. Schön. Ah, da können wir gleich das Zeug von da hinten benutzen. Ah, das ist ja cool. Gut, machen wir das mal. Oder Moment mal, wir haben hier die Beeren. Womit haben wir die denn zusammen? Mit nichts, oder? Nee. Ja, die taiwanischen oder taiwanischen Schwarzbeeren. Machen wir das dazu. Und das ist schon drin. Die sind auch drin. Was ist hier mit dem? Ist das die Quarantäne? Tierarzt, oder? Ich glaube, der Tierarzt ploppt auf. Ist das der? Ja. Ja, ich habe vielleicht nicht die geschmeidigste Art, das festzustellen, aber was soll's. Ne? So, was haben wir hier? Ach, der kann auch genau hier betreut werden. Und das hier, ja, das ist jetzt natürlich. Wo kommt denn das mit rein? Das müsst ihr dann hier unten mit dazu, ne? Und das war Afrika. Oh, guck mal an. Die müssen auch mit rein. Und das, ja. Und das können wir auch dazu machen. Wer halt gerade am nächsten ist, ne? Ja. Das können wir auch dazu nehmen.
Ich meine, es sieht jetzt alles aus, sieht jetzt so aus, als wäre das alles eine gute Idee. Das sehen wir dann natürlich, ob das wirklich eine gute Idee war. Jupp, 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 jupp. So, was ist hier? Veterinärforschung. Okay. Wir tun aber erstmal hier umbenennen, und zwar die Schwarzbärin. Ach nee, ich mache immer einen U-Punkt, weil das wird in irgendeiner Kategorie so komisch angezeigt, das Und-Zeichen. Zumindest war das mal so. Und Pfaue. Yes, schön. So, da das nicht reicht, also erstmal bekommt ihr eine Fortbildung und guck mal, die Betty auch, jawohl. Und hier haben wir ja noch welche. Der Tierpfleger, der momentan keinen hat, kommt hier mit dazu. Sollen wir die auch nehmen, ne? Wo kommst denn du her? Gucken wir nachher. Aber ein zweiter Techniker. Die schulen wir auch immer noch. Tja, ich weiß es nicht genau. Wir werden es mal beobachten. Normalerweise reichen zwei. Also reicht einer für zwei Gehege. Kommt halt immer drauf an, wie weit die auseinander sind. Also so nach meiner Erfahrung. Da könnte es ein bisschen schwierig werden. Und die sind ja. Also hier ist ja alles ein bisschen weitläufig. Die dann hier hinten hingehen und dann, ne? Ja, es könnte schwierig sein, wenn der so viel laufen muss. Aber gut. So. So, ich hätte jetzt hier eigentlich auch gern Pflanzen, also ganz spontan. Aber ich glaube, wir kümmern uns trotzdem mal noch um die Pfauen. Oh, und da gehen schon welche rein. Schön. Blanche de Vries. Ja, du kriegst auch keine Bildung bei uns hier. Ja, da gucken wir irgendwann mal nach danach. Oh, Uschi kriegt wieder Nachwuchs. Schön. Und du hattest jetzt Nachwuchs? Ach, guck mal, hallo, neues Baby. Bist du so knuffig, so knuffig. Wie winzig du bist im Gegensatz zu diesem riesigen Strauß, ne? Pass auf, dass du nicht zwischen seinen Zehen hervorlugst, bald. Oh, da ist ein Spielkamerad für dich. Ach Gott, bist du knuffig. Hm. Ja, die Giraffen. Dein Bein ist bestimmt so lang wie seine Zunge. Ach, hübsch. Ja, könnt ihr spielen? Habt ihr überhaupt Spielzeug? Oh, guck mal hier. Wir nennen dich mal Karl. Und du? Du bist ja auch ein Männchen. Aber Yomi. Okay. Vielleicht nennen wir dich Bruce. Ja, Bruce ist schon auch noch, ne? Ja, Futterbeschäftigung habt ihr keine. Hm. Ihr werdet wieder alle erwachsen, du. Na, guck mal, da sitzt auch schön. Na? Hast du alles im Blick? Mal wie hübsch. Naja. Hältst mich auch im Auge hier, hä? Wie viele Leute da sind. Das ist ja heftig. Das ist ja wirklich viel. Ja, die staunen sich da ein bisschen, weil hier hinten gibt es nichts mehr zu gucken, ne? Okay. Gut. Forschung wird jetzt abgeholt und dann tun wir mal auf die... Oh ja, schön. Auf die Pfaue noch jemanden ansetzen. So, machen wir das mal gerade weg. Ja, mit dieser Bonusforschung, das habe ich irgendwie nicht geschnallt, dass hier schon 15 von 15 stand. Aber das macht ja nichts. So, wir haben die Eule. Du bist auch sehr zuverlässig. Da kannst du mal hier schön forschen. Ach, da ist schon das Baby gekommen. Hallo, du kleine Maus. Du bist ein Weibchen, ne? Oder? Oder sehen die Babys alle gleich aus? Ich weiß gar nicht mehr. Ups.
Ah, ne, bist ein Männchen. Ach, guck mal, bist schon Bronze. Ey, wow, zwei Bronze nur gleich. Wow. Okay. Tierhandel. Jetzt holen wir mal die anderen hier rein. Ja, die machen wir jetzt alle ohne, weil dann haben ja mal die Ärzte was zu tun, wenn sie mal eine Krankheit finden, auch im Gehege. Also, ja, da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Du auch hier rein. Tierarzt und Tierpfleger rufen und dann können die ja dann klotzen, ne? So, und du auch hier rein. Mhm. Oh. Oh, es gibt Unwetter gleich. Ach du Schreck. Ach, schaut mal. Schön. Oh, du hast ja auch einen Hut gekauft. Man sieht euch nur so schlecht bei der Wiese hier, ne? Müssen wir leider mal eure Tarnung auffliegen lassen. Ich hätte gern einen eckigen. Also kein Radius einfach nur, sondern auch, ich würde auch gern eckig besprühen hier. Ich meine, man braucht es nicht zwingend, aber es wäre ganz cool. So. Oh, kommt ihr vielleicht da hinten raus? Ihr lauft da so zielstrebig hin. Ach, ihr wollt euch nur ins Trockene hucken. Ich seh, ihr seid ja clever. Das ist ja nicht schlecht. Aber hier wird nichts rot angezeigt. Schön. Ich sag ja, hier können die nicht rein, ne? Das ist schon okay. Das fehlt dann an Fläche. Mhm. Ja, ihr braucht ein Häuschen, ne? Ja, ja. Ach, das wird schön, glaube ich. Ich glaube, das wird richtig gut. Aber ihr seid wohl nicht gerne nass, hm? Ja. Gut, dann schauen wir mal schnell beim Bau. Na gut, man könnte es hier vielleicht auch eckig machen. Aber vielleicht kriegen wir ja auch ein rundes Häuschen, also ein ründliches Häuschen hin. Und ja, vielleicht ist das gut. Gucken wir mal, was nehmen wir. Also das Holz, weiß ich nicht, wollte ich es eigentlich nicht nehmen. Aber könnten wir natürlich. Das ist das, was nicht einfärbbar ist. Mhm. Hier mit solchen Elementen. Ja, obwohl dieser Stein, ist das dieses... Ah ne, das ist nur... Das hat keine Ziegelsteine drin oder so. Na gut, Eis brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Hier, der ist cool. Das ist auch gestrichener Ziegel. Den kann man einfärben, genau. Und den jetzt in... Das ist sehr hoch. Und wenn wir das nehmen und das drüber, ist immer noch niedriger. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir dann sowas wahrscheinlich. Upsi, ich wollte es bewegen. Von Gruppe trennen, ja. So. Ja, theoretisch. Das sieht man jetzt auch schön, wie das gemacht ist. Das da ist, ist das das Richtige. Okay, und jetzt das. Oh, oh. Vielleicht muss ich das nehmen. Ich mache mal gerade Pause. Die können ja eh durchlaufen. So. Das ist natürlich auch eine sehr coole Form. Das sieht man dann von außen auch nicht, wie es aussieht. Also, dass da so ein Eingang ist. Aber es ist doch ein bisschen klein, ne? Ja, wir können ein bisschen mehr Platz einplanen. Da müsste man das so machen. Ja, ich denke, das ist besser. Ja,
Ja, weil wir die da auch eine Kiste reinschmeißen. Obwohl. Ich glaube, ich mache das so. Ja. Können wir jetzt hier Glas benutzen? Ja, können wir. Gibt es auch? Ja, genau, ein kleiner. Ist das die richtige Höhe? Sieht so aus, ja. Gut, dann machen wir mal weiter. Und jetzt das Gerade. Ich glaube hier nicht, aber hier. Ja. Dort hätte ich jetzt gerne das hier, genau. Na, cool. Und jetzt noch eins höher. Nee, nicht eins höher. Nee, nee, jetzt kommt das Dach. Genau, weil das ist ja schon hoch genug. Das sieht man jetzt am Tor. Das Tor ist ja, glaube ich, 2 Meter oder so. Ich weiß nicht genau. Und das reicht ja locker hier. Gut. Also ich gehe auf jeden Fall mal bei die Dächer. Das wäre mal das Schlauere. So, hier ist ein rundes, klar. Das ist wieder sowas. Und das sieht leider grottelig aus, ne? Das ist grottelig. Aber vielleicht habe ich keine Wahl. Oder ich mache die Rundungen nicht aus Glas, aber das ist ja auch nicht schön, oder? Mal sowas nehmen. Ja, und dann? Dann, was dann? Was soll ich denn dann nehmen? Für in die Ecke rein. So, da muss man vielleicht doch wieder ein Flachdach nehmen hier, ne? Naja, dann nehmen wir das. Es soll ja schön hell da auch sein. Ach so, hätte ich jetzt mal anders machen können. Und jetzt das Gerade. Das ist, glaube ich, ganz flach. Und das ist 1 Meter. Okay. Tja, eins von beiden sieht dann unförmig aus. Mach mal so. Jetzt bräuchte ich quasi das Teil, was da am Rand ist. Es muss aber nicht unbedingt aus. Ah, haben wir das nicht vorhin schon gesehen? Hatte ich das nicht schon in den Pfoten? Ja, das war, glaube ich, hier bei den Wänden, oder? Ja. Na gut, ich müsste es nicht aus Glas machen. Ich kann. Hier. Oh, nee, das ist anders. Oh, aber wie mache ich das jetzt dicht? Hier ist es, aber es ist auch ein anderer Stil. Okay, machen wir mal Grill und dann. Hier haben wir es, ja. Oh je, wenn ich es nicht akkurat mache, schneide es wieder rein. Aber ja. Oh, das sieht gut aus. Ja. Schön. Na, wenn das mal nicht hübsch ist. Die Farbe. Hier kann man die Farbe nicht ändern. Das heißt, wir machen hier wahrscheinlich auch so dunkel. Gucken wir mal, wie es aussieht. Was man wieder alles wegmachen muss. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist nicht richtig. Okay, ich markiere mal alles. Es sei denn, ich müsste das höher machen. Aber es sieht nicht so aus, als müsste ich. Nee, nee, das ist schon. Das ist schon, dass hier was nicht richtig ist. Auf X geht nicht. Kann ich das auf M machen? Die Höhe ist schon 0. Ja, dann muss ich das so machen.
Jetzt passt es. Auch wenn das eingefärbt ist, passt das auch. Lass das grau. Hol mir das hier auch. Ah ja, und hier. Ah, es flirrt trotzdem. Oh, das ist ja schade. Das ist ja schade. Aber hier scheint es nicht so zu sein. Das sieht doch so richtig aus. Vielleicht muss ich das andere Glas nehmen, aber ich habe hier... Ah doch, guck mal, hier ist es. Das da gefällt mir besser. Vielleicht kann man es ja in Krümelchen nach unten ziehen. Warte. Das da will ich nicht haben. Weg. So. Habe ich jetzt alles? Ja. Gut. Dann machen wir M. Und jetzt ist wieder alles weggeflogen. Oha. Also, das geht auch nicht. Wieso ist denn das nicht so akkurat? Na, da muss man hier vielleicht doch eins höher. Oder ich muss es von Gruppe trennen und jetzt mit X meinen Ansprüchen anpassen. So. Ja. Dann muss das so sein. Ja, warte. Macht's auch komische Faxen. Naja, vielleicht ist das ja, weil es ein anderes Glas ist. Aber schaut mal, das ist doch cool, ne? Jetzt müsste ich eigentlich nur dieses ganze Teil... Okay, es sind jetzt zwei. Müssten wir es nur mal so machen. So. Okay, jetzt muss ich es auch noch drehen. So. Moment mal, ich hatte ja... so einen kleinen Gang noch gehabt. Den kann ich aber... Nee, den hatte ich nicht gehabt. Also ich hatte den Gang gehabt, genau, und das hier war in der Luft. Also ich habe hier nichts dazwischen gemacht, das stimmt. Ja, okay. Dann bearbeiten wir das mal. Ja, dann machen wir das, machen wir schon hier. So, Wand. Gestrichener Ziegel, das ist der. Und, okay, das ist zu hoch. Ja, dann müssen wir den nehmen. Nach innen, genau. Ups. Und das auch. Oh, na gut, müssen wir es rausziehen gleich. Das geht auch. So. Innen. Und das Dach. Ist das jetzt... Ja, es ist genauso wie das andere. Okay. Gut. Ja, lass mal so. Es ist jetzt... Ja, hat eine andere Form, ne? Ja, okay. So. Ja, da müssen wir jetzt wieder mal alles markieren. Dann richten wir das aus. Das sind jetzt zwei Objektsammlungen quasi. So. Ich denke,
Ich denke, das ist nicht schlecht. Oder ich mache den Weg anders. Dann mache ich es näher ran. Kann es noch ein bisschen drehen. So, dass es gerade ist. Okay. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber es geht. So, dann hoffen wir mal, dass die da auch irgendwie durch können. Oder ich muss das doch wegmachen. Ich meine, auf der einen Seite geht das ja, ne? Und so würde man halt gar nichts sehen, ne? Ja. Okay, ich mache jetzt mal den Weg. Und dann werden wir es ja beobachten gleich. Oder in der nächsten Folge. Es ist der Weg wieder weggeflogen hier. Naja. Passt doch. Machen wir noch hier ein bisschen den Sprühboden hübsch. Okay. Aha. Ein bisschen lang ist auch noch, ne? Gut. Alles klar. Ja. Das ist mal eine Hütte, hä? Gut zum Abliefern der Tiere. Und gut für die Tiere zum drin schlafen. Da hätte ich jetzt gerne diese. Oh, falsche Taste. Klein hätte ich gern. So. Mhm. Toll. Das ist doch echt cool. So, kommt jetzt noch einer? Wir rufen mal. Ach, guck mal. Ich sag nicht, du kommst da nicht rein. Pausenraum. Ja, das ist. Ich meine, vielleicht geht das nur auf dem Weg, dass sie da durchlaufen können und sonst nicht. Ja, das wäre natürlich doof. Der Techniker muss ja auch irgendwie was machen können. Yes, du läufst durch. Zumindest mal bleibst du da kleben. Okay, macht nichts. Wie ihr da schon reinlauft. Wir könnten das noch ein Stück nach innen ziehen. Oh. Schön. Ja, vielleicht war das eine gute Idee. Das ist... Ja, gut, wir haben jetzt den nicht eingefärbt. Könnten wir natürlich noch nachträglich tun. Ich weiß ja auch noch nicht, wie das jetzt hier aussehen soll. Aber wie es jetzt so momentan ist, ist es doch erstmal schön. Ja. Ja, du bist auch so ein Scheißer, ne? Hey! Hübsch. Das war ja schön. Ja, also, dann viel Spaß bei einem anderen Video. Und viel Spaß beim Selberspielen von Planet Zoo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!